Noch mehr Champions. Legt ihr das Ding jetzt endlich mal kaputt? So, dankeschön. Was ist? Ja, ein Schleuderer fehlt. Und fünf Champions. Darf ich töten? Falsch. Was? Wie? Jetzt noch vier Champions, also noch ein Champion. Der Goblin da hat noch was. Und wir können... ja, das große Haupthaus ist ja hier. Zu den Waffen! Ein Totem ist gestorben und vier Trommler. Ein Totem, vier Trommler. Darf ich töten? Was denn? Jo, zwei Champions fehlen noch. Was ist? Darf ich töten? Auch gut. Okay, den nehme ich gerne. Das ist nämlich eine göttliche Heilung 5. Die ist besser als die normale Heilung 6. Mhm. So, ich wollte auf jeden Fall noch... Genau. Das Ding gibt Feuerresistenz. Also hier noch reinpumpen. So, das heißt, du bist fertig. Ich rieche Blut. Das heißt noch drei Krieger, Kämpfer. Und fünf Trommler. Dann haben wir. Da haben wir wieder einen guten Armee-Mix. So, Sasson-Elementar weiterschicken. Was wollt ihr? Ihr zittert, Lichtgläubige. Ja. Was? Wie? Geht's los? Zu den Waffen! Hey, fehlt da? Oh, da fehlt noch ein Trommler, okay. Du Wächter! Wächter! Ah!
So, das heißt, damit können wir dann die ja, Mondstadt angreifen. So, während ich mal gucke, was die Kombinationen für die beiden Menhire sind, da kann ich hier schon mal die Schädelmünzen holen. Ja, weil wir brauchen verdammt viele Sternenmünzen bei der einen Menhir, der nach Miratur geht. Braucht drei Sternenmünzen. Ne, halt der nach Frostfall geht, braucht drei Sternenmünzen. Ich speichere aber sicherheitshalber nicht, dass das eine Fehlinformation ist. Ich will aber nicht nach Miratur. Das ist Miratur. Der braucht Stern, Mond, Sonne. Also Stern. Mond. Und Sonne. Die Sonnenmünze fällt ins Innere. Drei Münzen sind mir hier gefallen. Ein sonderbares Summen erfüllt die Luft. Und wir haben die Schädelmünze erhalten. Gut. Das heißt, wir sind schon mal eine Sternenmünze los. Drei haben wir noch. Also drei brauchen wir jetzt erstmal noch. Zwar für hier. Speichern wir sicherheitshalber auch nochmal. Das würde ich den unteren Min hier nochmal machen müssen. So. Drei Sternenmünzen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja, ein sonderbares Summen. Und noch eine Schädelmünze. Damit haben wir jetzt 13 von 15. Also hier haben wir 12, 13, genau. Ja, und hier würden wir auch an einen Mond- und ein Sonnenelementar kommen, theoretisch. Allerdings nur sehr, sehr theoretisch. Was hört ihr, Lichtgläubiger? Ja, wir müssen halt das Sonnenelementar schützen, um die Türme einzureißen. Oh, was hier viel, viel unschöner werden dürfte. Deswegen speichern wir hier nochmal, nicht, dass wir das Elementar verlieren und dann in der Bredouille stecken.
Nichtgläubige. Okay, ja, das ist hier böse gerade. Verschwindet! Clanbrüder, zu mir! Die sollen weggehen! Krieg! Ja, das... Weg da! Wow, das kostet doch... zittert, Lichtgläubige. Das hat mich meinen Titan gekostet. Meine Keule. Die meinen es ernst. Okay. Das heißt, wir müssen neue Truppen erstellen. Sehr viele neue Truppen. Drei Trommler und drei Krieger erstmal. Und ich stehe da nicht gerade besonders günstig. So, den Rest müssen wir das in den Metall machen lassen. Also, die Türme sind schon mal einiges übler. Oh, nö, 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 nö. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Das ist ein Hinterhalt! Auf meinen Befehl! Vorwärts! Zum Angriff! Auf mein Zeichen! Sofort! So, und... Für den Clan! 12 Tottips. Schleuderer. Können wir ja mal wieder mit Quake reden, während wir hier alles einreißen. Was liegt an? Für den Clan! Zu den Waffen! Ich rieche Blut! So, wie viele Schleuderer haben wir gesagt? Fehlen 11. Hier sind 4, 7.
Das liegt an. So,